Kollege Steffen Cottré für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, als wir letztens hier zum gleichen Thema schon die Aktuelle Stunde hatten zur Sanktionspolitik der USA gegen unsere Gasversorgung, da war ja erfreulicherweise klar, dass die meisten Fraktionen hier dieses Hauses sich hinter Nord Stream 2 stellen, bis auf eine Fraktion, die Grünen. Aber die wollen ja anscheinend lieber, dass wir frieren, wenn kein Wind weht. Aber vielleicht kann Herr Trittin das ja noch mal klarstellen nachher, wenn er dann seinen Redebeitrag hat. Vielleicht ein bisschen klarer als beim letzten Mal. Und vor diesem Hintergrund der allgemeinen Zustimmung erstaunt es mich dann aber schon, wie die Bundesregierung es hinnimmt, dass die USA sich in die inneren Angelegenheiten von Deutschlands und Europas einmischt. Es ist schon ein kleines Schurkenstück, was die USA hier abliefern, nämlich exterritoriale Gesetzgebung im Kolonialstil, andere Nationen gegen Nord Stream 2 aufzuhetzen und fremde Unternehmen mit Sanktionen zu bedrohen. Und das ist schon eine Art neokolonialistische Politik. Meine Damen und Herren, Merkel hatte in richtiger Weise festgestellt, dass Nord Stream 2 ein rein wirtschaftliches Projekt ist zwischen zwei Staaten. Und da hat sich niemand einzumischen. Und wenn er es doch tut, dann muss ihm die Bundesregierung erst recht und unmissverständlich Grenzen setzen. Wir sind Partner, keine Befehlsempfänger. Aber diese ganz klare Aussage fehlt, meine Damen und Herren. Kommen wir zu den Argumenten gegen Nord Stream 2, die allesamt, ja, allesamt an den Haaren herbeigezogen sind. Nochmal zur Verdeutlichung, es geht um eine Gasleitung und es geht um die Gaslieferung nach Deutschland und Europa. Wir bekommen Gas und nichts anderes. Und wir müssen demnächst auch Lücken schließen, Lücken für die bisherigen Lieferungen der Holländer, der Niederländer und der Norweger, die so nicht mehr liefern können. Die Lücke wird mit 120 Milliarden prognostiziert. Zum Vergleich, Nord Stream 2 hat lediglich 55 Milliarden Kubikmeter. Und das ist nicht mal die Hälfte. Und wenn wir da noch weiterdenken, bräuchten wir eigentlich noch Überlegungen, ob wir nicht jetzt gleich Nord Stream 3 schon mal projektieren. Und das russische Gas ist preiswert. Es scheint wirklich das preiswerteste Gas auf dem Markt zu sein. Und das ist ein Vorteilsgeschäft für alle beiden Parteien. Aber kommen wir weiter zu den Argumenten. Ja, die Abhängigkeit steigt, aber die der Russen von den entsprechenden Einnahmen. Sie brauchen die gesicherten Einkünfte mehr als wir ihr Gas. Wir haben genügend, wenn auch alltagsuntauglich teure Alternativmöglichkeiten. Im Übrigen reden wir hier von 6% des Anteils russischen Gas an dem europäischen Energiemix. Und nein, die Russen haben uns noch nie im Stich gelassen, haben noch nie Rohstofflieferungen als Waffe eingesetzt. Sie haben immer zuverlässig geliefert, auch zu Zeiten des Kalten Krieges. Und da hätten sie sicherlich stärkere Motive gehabt, den Gashahn zuzudrehen. Und Russland hat uns auch noch nie quasi erpresst. Aber das ist ja genau das, was die USA gerade machen mit ihren Sanktionsandrohungen und mit der Aufwiegelei anderer europäischer Staaten gegen Nord Stream 2. Europa hat ein vitales Interesse an einer stabilen Ukraine. Aber Verhandlungen zu Transitgebühren, noch dazu von den USA instrumentalisiert, helfen an dieser Stelle nicht weiter. Und um was geht es der USA eigentlich in ihrem Angriff auf Nord Stream 2 wirklich? Sie wollen einzig und allein ihr überteuertes Flüssiggas hier bei uns verkaufen. Um nichts anderes geht es hier. Alles andere ist vorgeschoben. Es geht um ganz knallharte, eigensüchtige Interessen an dieser Stelle. Und die
Bundesregierung ist aufgefordert, sich schützend vor den Akteuren von Nord Stream 2 zu stellen. Wir erwarten von der Bundesregierung, jeden Angriff verbal und auch diplomatisch zurückzuweisen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das